Am Silbertaler Pumpenhaus, Pumpen. Sommerkredit, Bank, Volksbank. Es begann als Spaß. Aus Spaß wurde Ernst. Jetzt geht Ernst schon zur Schule. Sparschweinchen, unermüdlich. Ist Pumper Zimt? Pumpermetten, Pumpermeiden, Raben, Hoppe Hoppe Reiter, Raben, Schwarze, Löchau, ich. Grabenhure, hurra, bis zu der Solidaritätserklärung, dass du Pumpernotnickel, Pumpernotnickel, wie jene auch von deinen Reizen lebst. Schreib's! Ohne Ab- und Gedankenstriche. Die Freudianer erlangen die Macht doch nicht. Des Weiteren schützt die Sprache, die sie nicht verstehen. Willkommen, Fachsprachenbabbelonerei. Erleichtert die Ausbeutung, verhindert Massenkonsens und steigert den Umsatz des Genormten. Kürzlich in der Zeitung, Ermittlungen des Instituts für Kybernetik Paderborn. Die Hälfte aller Erwachsenen kann einem Satz von 13 Wörtern nicht mehr folgen. Die Hälfte aller 4, 5, 9, 13 Wörter? Schon zu viel. Folgt der kategorische Stümperativ. Söhne Totze Sätze machen. Noch besser da nix sagen, nur noch Slucken. Slogan, Mundtotzeit. Oft genug erlebt in Bürgerversammlungen, Podiumsdiskussionen, den logoslosen Wähner. HiFi-hörig hat er zu sprechen verlernt. Das Medium nahm's ihm ab. Nun steht er stammelnd. Erhöhter Blutdruck beim Relativsatz. Sozusagen und alles und so. Und nach zwei, drei solchen Ohnmächtigkeiten zieht er sich zurück. Gesundend, wenn er sie vergisst. Krankhaft, wenn er sie hasst. Wen? Na, die da. Wen oder welche bitte? Die da. Gegen die man sowieso nichts. Logisch. Selbstredend. Klar. So stirbt die Demokratie. Wenn sie eine war. Und die Vernunft, übertäubt vom organisierten Gefraß, stört kaum noch, ist Minderheit und damit schon geächtet. Wie es die Roma sind, am Attelspitz. Alle Jahre wieder lagern sie hier unter Weiden, unter Spießerblicken, aus dem Terrassenlokal, schikaniert von der Polizei. In Wasserburg wurde Porzellan gestohlen. Wohnwagensuchung. Wehrlos, ehrlos, nach dem Befund der Mehrheit. Mal einen Brief an den amtierenden Jet-Set-Jesus schreiben, des Vorschlags, er möge per Fallschirm über dem Lager abspringen zur ersten ökumenischen Zigeunermesse, wäre PR-wirksam, PR wie Papstreise, und küsste den Boden des Gastlandes. Anschließend ein gemeinsamer Bittgang ins Kloster, die Wallfahrt unserem Herrn im Elend neu zu beleben. Schattige Kastanien vorhanden, Biergarten gesichert. Na bitte, was ihr Wojtyla, namens an Schicksal. Mein Elend beginnt hier auch jedes Mal, wenn ich auf die B15 hinaus muss. Zwar rührt der Flurname vom mittelhochdeutschen Elende, aber das mirakulöse Kreuz, das in einem fürchterlichen Wasserwirbel in aufwärts schwamm drüber, hielt sich auch nicht an die Etymogelei, rief o Elend, wie der Abt, Heilungsleiter nach Freising gemeldet. There, there, there is revolution in the air!